Sex soll ja das Leben verlängern. Das ist auch gut so. Und ich bin mir sicher, dass selbst wenn das nicht tun würde, die meisten Leute sagen, naja, was soll's. Und wenn es dann 3 Monate kürzer ist, dafür das Leben mit Lust und Leidenschaft füllen und nicht das Leben versuchen, auf Teufel komm raus, mit vielen Jahren zu füllen. Das Interessante ist aber, dass man sich überlegt, na gut, so ist es ja meistens alles spaßig und kein Problem. Aber nach einer Operation kommen dann immer die Fragen, aber wann darf ich denn wieder? Und das Blöde ist, die meisten Patienten fragen ihre Ärzte gar nicht und die Ärzte sprechen es auch nicht von alleine an. Also das ist tatsächlich mal ein Thema, auch liebe Kollegen, das kann man schon mit Patienten ansprechen. Also da wird jetzt keiner rot und kichert, sondern das ist schon eine essentielle Frage. Und eine Frage, die ganz besonders gut von einem Kollegen aus München behandelt wurde, ist, ab wann und wie und etc. ist eigentlich Sex nach Hüftgelenkersatz möglich. Sie müssen sich überlegen, in Deutschland bekommen etwa 200.000 Leute pro Jahr ein Hüftgelenk eingebaut. Und das sind nicht Oma und Opa mit 95, sondern das sind junge Leute. Ja? Also das fängt an, und das kenne ich aus eigener Erfahrung, das sind Leute, die vielleicht mal einen Unfall hatten oder die eine Fehlstellung hatten oder die eine Entzündung im Hüftgelenk hatten. Und die sind dann, sag mal, 40, ja, oder 45 und selbst 65. Es gibt kein Alter, ab dem man keinen Sex mehr haben darf. Das ist schon mal vorneweg. Also es sind Leute, die durchaus ein Recht und auch Lust haben, mit dem Partner ein bisschen Liebe zu machen. Und dann mit so einer Hüfte ist es aber das Problem, dass man sich denkt, was darf ich denn und was darf ich denn jetzt nicht? Und da gibt es in diesem wunderbaren Artikel, was ist da jetzt eigentlich möglich und was nicht, zum Beispiel ein typisches Schaubild, wo man sieht, aha, das darf ich zum Beispiel alles nicht. Warum darf ich das nicht? Weil dann die Gefahr besteht, dass die Hüfte rausfliegt. Ich zeige Ihnen das mal. Was Sie nicht dürfen, ist zum Beispiel so, ja, dass Sie sollen nicht zu sehr in der Hüfte beugen, weil dann das Problem da ist, dass eben flupsch die Hüfte raus, der Hüftkopf aus der Pfanne rausrutscht und das natürlich einen Schaden hinterlässt. Was Sie auch nicht machen sollten, ist, gehen wir ein bisschen weiter nach hinten, das Bein so über die Mittellinie, ja, auch dann hier klack, kann es eben rausfliegen. Und was Sie auch nicht machen sollen, ist, andere Richtung, so, den Fuß nicht so, also das Bein nicht so nach innen drehen. Und da denkt man sich jetzt, naja, wenn ich diese Sachen schon nicht darf, also wenn ich das alles nicht darf, was darf ich denn dann eigentlich im Bett? Und da hat, finde ich ganz toll, da hat der Herr Grote gesagt, empfohlene und nicht empfohlene Stellung für Männer mit einer Hüftgelenksprothese. Hier das Symbol für Männer und dann sieht man, was die dürfen und was die nicht dürfen. Und das gleiche gibt es natürlich auch nochmal für die Ladies. Hier, ne, das Symbol für weiblich steht ja auch nochmal drunter, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Das Problem ist jetzt, da gibt es nur eine Stellung, die dann beide dürfen und das ist die. Da ist Spielspaß und Spannung vorprogrammiert. Das ist ernüchternd, aber es ist halt eben sozusagen die sicherste Stellung, wo man sagen kann, da fliegt keinem von beiden die Hüfte raus, da entsteht kein Schaden. Entschuldigung. Und deswegen ist es auch wichtig, das mit den Leuten zu besprechen. Grundsätzlich wird ja empfohlen, und das ist schon die allergrößte Härte am Anfang, 1 bis 3 Monate nach einem Hüftgelenkersatz überhaupt keinen Sex zu haben. Also auch gerade eben diese Bewegungen, die hier vorne waren, nicht zu machen. Ja? Und das ist also, wenn man dann über diese Durststrecke schon mal rüber ist, dann kommt noch das Problem hinzu, dass man sagt, hey, und jetzt darf ich wieder und dann darf ich ja doch nicht. Sprechen Sie mit Ihrem Patienten drüber. Und wenn Sie Patient sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt drüber, der soll Ihnen das erklären. Stellen Sie die Fragen, das ist wichtig, das ist Lebensqualität.